Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und es geht weiter mit Pokémon Mond. Wir sind momentan im Ätherparadies unterwegs, denn die liebe Lily wurde von Team Skull entführt und Gladio meinte, dass man am besten hier nach ihr Ausschau halten sollte. Und so wie es aussieht, hat die Aether Foundation auch ein bisschen Dreck am Stecken, denn alle wollen gegen uns kämpfen und irgendwelche Geheimnisse hüten. Deswegen, ich glaube, hier könnte sich vielleicht der wahre Feind verbürgen. Wer weiß, ich will nur gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt, aber kein Zutritt für Unbefugte. Okay, scheinbar nicht. Was sagen Sie dazu? Deine Pokémon geht es richtig gut, ha? Huh? Das tut es scheinbar. Okay, vielen Dank für die Info. Gibt es da hinten noch irgendwas, bevor es irgendwie geheime Items gibt, Sonderbonbons oder irgendwelche geheimen Pokémon? Die will ich ja nicht verpassen, aber scheinbar müssen wir hier einfach weitergehen. In welches Stockwerk möchtest du? Ich muss, glaube ich, ins... Okay. Ich muss mit Gladio reden. Irgendwie in den Keller, weil da geheime Experimente abgehalten werden. Wer weiß. Also, seid ihr bereit? Ja, diesmal schon. Dann lasst uns gehen. Mal schauen, ich bin schon sehr gespannt. Also allgemein, die ganze Story, was die Ultra-Bestien angeht, das finde ich eigentlich relativ cool gemacht in dieser Pokémon-Story. Okay, das war scheinbar eine Falle. Wir kommen unten an und irgendwie entweder eine Ultra-Bestie oder 1000 Leute kommen auf uns zu. Oder gar nichts. Hier hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch schon 2 Jahre her. Oh, okay. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Harley. Es freut mich, dass du dir nicht vor Angst in die Hosen machst, aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B, das liegt ganz am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen? Und warum kennst du dich überhaupt so gut aus? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Aber anscheinend kommt es Gladio auch mit der Angst zu tun. Hierhin, das ist für dich. Sehr nett. Also Gladio scheint auch ein bisschen was mit der Aether Foundation zu tun zu haben. Nicht nur mit Team Skull, sondern auch mit der Aether Foundation. Aber ich glaube, einer in den Kommentaren hat mal gemeint, dass... Ich hatte ja relativ früh die Theorie aufgemacht, dass Samantha so ein bisschen aussieht wie Gladio und Lily. Vielleicht die Schwester, Mutter, was auch immer. Aber die ist eigentlich super alt. Sie sieht nur sehr jung aus, weil cooles Outfit und so. Aber egal. Lily braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So sieht's aus. Keine großen Monologe halten. Mal gucken, was uns alles erwarten wird. Super krasse Insektenhelm-Typen. Stehen geblieben! Eindringlinge! Niemand betritt unbefugt das Geheimlabor. Interessant. Die sehen schon ein bisschen härter aus. Oder vielleicht wird das Geheimnis sein, dass sie Roboter sind oder Pokémon, mutierte Menschen. Weil sonst würden sie keinen Helm tragen. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Insektenkopf. Wir haben unser Admiral nach vorne getan, weil ich das Gefühl hatte, dass XP-technisch ein bisschen weit hinten liegt. Deswegen lieber das hier ein bisschen trainieren und wir haben es da schon länger nicht mehr gesehen. Und gegen Slimeox sollten wir auch eine gute Chance haben. Wir verlieren zwar unser Item, aber der Gegner wird gleich verbrannt. Das ist offensiv, wird er uns nicht mehr so viel anhaben können, wenn er überhaupt die Schnabelkanonen tankt. Aber davon gehe ich aus. Aber es ist immerhin ein Turret. Sehr schön. Er hat nur ein Pokémon. Ich hätte ansonsten hier den Reward geklickt, einfach nur für das nächste Pokémon. Aber so oder so sollte dieser Deal beendet werden. Gegner geht auf Kreideschrei. Das macht die Verteidigung runter. Okay, das ist perfekt. Dann kriegen wir hier sicher den KO abgestaubt. Mal gucken, ob wir uns noch heilen dürfen, bevor wir gegen die anderen kämpfen, weil ich gehe einfach davon aus, dass jetzt alle kämpfen werden. Interessant. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Richtig analysiert. Da merkt man, das ist ein Wissenschaftler. Nur Forscher haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe. Dann will ich dir mal eine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeit geben. Oh, jetzt bin ich gespannt, was kommen wird. Schon gut, zeig mir das Pokémon. Woran habt ihr geforscht? Ein Magneton? Okay, es ist nicht ganz so besonders. Ich habe jetzt irgendwie mit irgendeinem super uniken Pokémon gerechnet. Was weiß ich, was gibt es denn, woran man forschen kann? Ultra Bestie wäre zu krass. Zugegeben, aber vielleicht
ein eigenes Seigard. Das hätte sich vielleicht angeboten. Apropos eigenes Seigard, das wechseln wir jetzt rein. Und hoffen, dass der Gegner nicht auf eine Elektroattacke geht. Auf eine Stallattacke. Elektroattacke wäre perfekt. Was wirst du tun? Lichtkanone. Ah, da hat der Gegner predicted. Ein Two-Hit? Kein Two-Hit. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Also vielleicht ein Roll, wer weiß. Aber ich glaube, 1000 Wellen sollte hier... Oh, der Gegner könnte vielleicht die Robustheit haben. Mal schauen. Ja, leider. Das heißt, einfach beten, dass der Roll gerade nicht super schlecht war. Und der hier besser wird. Aber so sieht's aus. Leider, leider, leider. Aber das ist noch alles akzeptabel. Habe ich irgendwas Schnelleres? Ja, eigentlich ist... Unser Bommel ist auf jeden Fall schneller. Und auf der Range ist es egal, wenn der Gegner resistiert oder nicht. Hat er nur ein Pokémon mit? Ja, tatsächlich. Das heißt, wir gehen einfach mal auf den Diebeskuss. Das sollte ja wohl einen Schaden machen. Ich habe schon geguckt, wieso geht's nicht runter? Ein bisschen Panik hatte ich dann. Ah. Ich sag ja, Bommel stiehlt allen Leuten die Schau. Absolut. Forschungsbericht. Bei meinem Pokémon-Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Wieso ist die Musik jetzt so super heroisch? Hatten wir das schon vorher? In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unseren neuesten Errungenschaften lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Ist das was Besonderes? Lass mich raten, was dich herführt. Du suchst Cosmog, richtig? Wenn du wissen willst, für welche Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Interessant, interessant. Mal schauen, was dieser Trainer alles mitbringt. Hat zum Glück auch wieder nur ein Pokémon. Ein Porygon. Oh. Also, die werden immer stärker mit der Zeit. Porygon kann gefährlich werden. Ich weiß halt nicht, ob es... Also, Cloud Wertling, das ist okay. Ich weiß halt nicht unbedingt, ob es... Elementarangriffe lernt. Ich glaube nicht auf natürliche Art und Weise. Und ich glaube... NPC-Trainer werden niemals TM-Moves auf ihren Pokémon haben. Insofern glaube ich, dass ich hier sowas wie eine Triplette, wenn es überhaupt einsetzt, tanken kann. Ich glaube Schnabelkanone. Wie gesagt, macht mehr Schaden als sehr effektive Treffer, außer es werden vielfach effektive Treffer sein, weil es ist Stab, eine stärkere Attacke und ich habe noch die Hack-Attack. Das heißt, von allen Seiten gibt es Boosts. Und das macht mir nichts aus. Es ist ein Two-Hit. Es ist ein sauberer Two-Hit. Was für ein Angriff wird kommen? Wenn ein Angriff überhaupt kommt. Ampelleuchte. Kein Ding. Sondern es kein Donnerblitz oder Allstrahl ist. Alles gut. Und damit den dritten Forschungs-Johnny besiegt. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen. Dieses Ergebnis habe ich nicht einkalkuliert. So sieht's aus. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück. Der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Los, verschwinden wir. Wir sind schließlich Forscher, keine Pokémon-Trainer. Aber dafür mit die stärksten Trainer, die wir in letzter Zeit hatten. Hä? Was? Ha. Ja, einfach mit... Es eilt ja nicht. Ich bin ja nicht brutal. Ich bin auch nicht nachtragend. So, einmal ein bisschen heilen. Blaber. Und Hyperdränge haben wir noch drei. Das heißt, vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen einkaufen gehen. Sehr idyllische Musik hier. Hi Glade, was geht? Hier sind sie nicht. Ich sagte, hier sind sie nicht, okay? In dem Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer geformt und zu dem gemacht, was wir sind. Keine freien Entscheidungen, keine eigene Meinung. Für meine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Es sollte auf den Kampf gegen Ultrabesten vorbereitet werden. In diesem Zimmer. Interessant. Okay. Bisschen Backstory. Aber ich glaube, jetzt ist es mehr oder weniger confirmed, dass Samantha die Mutter von Gladio ist. Also es wirkt immer mehr danach. Und wie gesagt, optisch passt das. Und dass er sich auskennt, wie es in der Aether Foundation aussieht, spricht eigentlich alles dafür. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren Schmutzfingern an.
Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Unser Leben! Da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Ja, dann sofort draufkloppen. Man könnte uns auch höflich bitten, den Raum zu verlassen. Aber nein, das muss immer so gewaltvoll enden. Oh, es wird ein Doppelkampf mit Tali mal wieder. Glaube ich. Oder ich bin alleine und hab direkt meine beiden Pokémon. Na, es ist mit Tali. Und mit seinem Raichu. Das ist sogar ziemlich praktisch. Also, momentan für das Matchup. Will ich mit Tucanon drin bleiben? Ein Durchbruch könnte vielleicht. Nee. Ich gehe einfach auf die Schnabelkanone und gehe auf stiller Truppe. Ich hoffe einfach, dass Raichu mit einer Psychokinese angreift oder so. Mal schauen. Weil ich glaube, einen Ice-Move werde ich schon tanken. Sehr gut. Raichu hat auf mich gehört. Säurepanzer, das erhöht die Defensive um 2 Stufen, glaube ich. Mal gucken. Es ist so oder so ein Tool. Perfekt. Das heißt, wenn Raichu jetzt nochmal auf die Psychokinese geht, dann werde ich schnell sein, Gelatropo. Ich probiere es mal. Weil mit der Schnabelkanone agiert man immer als zweites. Also ich könnte es vielleicht riskieren, ein bisschen schneller zu sein. Aber es reicht auch so aus. Perfekt. Ein sauberer Kampf. Und ein sauberes Level Up. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Schöne Worte allein reichen nicht, um die neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Oh, sie sieht so traurig aus, aber auch so knuffig. Wie ein kleiner Panda. Ich erforsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfe liegen mir nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon. Wo steckt Lele und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verrate ich euch auch im Nachhinein nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht. Was ihr wohl aber auch selber sehen könnt. Das war ein sehr erleuchtendes Gespräch. Ich finde es eigentlich ziemlich nett, dass sie so langsam weggehen, also als ob alles relativ unwichtig ist. Du Hen, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Mal gucken. Das sieht immer aus wie eine Tür, aber irgendwie kommt man da nie durch. Also das ist ja nicht der erste Raum, der genauso aufgebaut ist, aber naja. Ist hier noch irgendwas? Geh mal in den Rechner, spiel mir ein bisschen Doom. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultra-Besser aus einer anderen Dimension, der Ultra-Dimension, ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultra-Pforte öffnet, wahrscheinlich um ihm zur Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultra-Pforte dauerhaft offen hält. Einfach einen Rechner setzen und League of Legends spielen lassen, dann ist man immer unter Stress und immer wütend und dann wird immer eine Ultra-Pforte geöffnet werden. Ja, aber interessant, ich hätte nicht gedacht, dass Cosmog eine Ultra-Bestie ist. Also Cosmog wird ja, glaube ich, irgendwann zu Solgaleo bzw. zu Lunala, je nachdem, welche Edition man spielt. Aber ich habe die nie wirklich als Ultra-Bestie interpretiert. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultra-Bestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Und tschüss. Ja, schockschwere Not. Okay, wir sind vollgeheilt. Können wir direkt weiterlaufen? Der hat eine richtig coole Rennanimation, also der legt sich so richtig, richtig quasi in die Flucht. Also ich fand, das sah cool aus. Und, irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog, mal sehen. Es ist eventuell eine Ultra-Bestie. Und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultra-Pforte. Das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lily mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss es gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Ja, das glaube ich auch. Der war viel zu nett zu uns. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken, oder? Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Also auf mich funktioniert das. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. So sieht's aus. So, mal gucken, was es hier in dem Raum gibt. Jetzt, wo der frei ist, aber sieht auch aus wie der andere. Nur mit einem kleinen Item. Mit einer Top-Genesung. Mal gucken, was der Rechner hier sagt. Auf dem Bildschirm wird etwas angezeigt. Willst du einen Blick drauf werfen? Welchen Ordner möchtest du öffnen? Willkommen, Multitasking, Risikomanagement, gezieltes
Vertuschen der Wahrheit. Willkommen. Blog des Alola-Regionalleiters F. Wahrscheinlich für Fabian. Titel des Eintrags: Willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Denn auf diesem Blog werde ich Ihnen meine ganz persönlichen Erfolgsrezepte teilen. Mein Name ist F. F wie Führungskraft. Willkommen auf meinem Blog. Ja, komm, wir müssen uns jetzt nicht den Privatblog von Fabian durchlesen. Sein Tumblr-Blog, wo er sich über vegane Künste beschwert. Über die Ungerechtigkeit der Rollenverteilung heute. So, gibt es hier noch irgendwas? Können wir hier durch? Nee. Kommen wir da nach oben hin? Wahrscheinlich auch nicht. Nope. Alle sind ohne uns gefahren. Na, da wollte ich eigentlich nicht, oder? Wollte ich ins Erdgeschoss? Mal schauen, wo ich hin will. Das weiß ich noch nicht. Okay, schauen wir mal, was richtig. Hen! Was ist dort passiert? Ich wusste, Fabian hat noch einen Ass im Ärmel. Was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich so schnippisch zu werden. Oh, das sind viele Gegner. Nicht einen Schritt weiter. Das ist der Befehl vom Regionalleiter Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Oh, Hen, wir können das nur im Team erledigen. Okay, mach mal. Ich will nicht mit Tali kämpfen, ich will mit meinem Senpai Gladio kämpfen. Aber wird er mich jemals akzeptieren als sein gleichgestellter Partner? Es wird dann fast sein wie ein Date. Super romantisch. Relationship Goals mit Gladio, einen Doppelkampf austragen. Oh, Pelipper. Ziemlich gutes Team vom Gegner. So, wie können wir das jetzt am besten lösen? Ich glaube, ich gehe hier auf die Schnabelkanone auf jeden Fall und hoffe, dass uns das Pampros mit irgendeinem Kontakt-Move angreift, sodass es verbrannt wird, weil dann ist es auf jeden Fall wesentlich ungefährlicher. Ich habe halt nur das Gefühl, dass Raichu das Pelipper angreifen wird, aber ich probiere es einfach mal. Donnerblitz auf. Ja, okay, Pelipper. Schade, schade, schade. Das heißt, ich greife gleich das Pampros an und steigere dadurch seine physische Verteidigung. Okay. Hätte uns, glaube ich, sowieso nicht treffen können, weil ich glaube, das ist ein Bodenangriff. Na, Schaden. Oh, das ist mehr Schaden als erwartet. Ho, ho, ho. Hat Tali noch ein Pokémon? Oh, perfekt sogar. Perfekt für diese Situation. Das heißt, wir greifen einfach weiter an, auch wenn die Verteidigung jetzt hochgegangen ist. Aber passt schon. Wenn Primarine hier ein bisschen Zusatzschaden reinbringt, dann sollte das ausreichen, Pampros niederzumetzeln. Wie hieß der Angriff? Saum? Schaum? Irgendwas? Das ging viel zu schnell. Das geht auf mich. Das ist gemein, aber ist okay. Ich kann es verstehen. Das war eine wahre Glanzleistung. Ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder. Die Inselwanderschaftschamp werden wollen also drauf. Ihr macht mir richtig Angst. So ist es. Uns reicht niemand das Wasser. Ah, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Alles klar, Gladio hat alleine gekämpft. Nein, ich hätte Gladio helfen können. Aber okay, der hatte auch nur einen Gegner. Puh, danke, Hen. Und natürlich auch Tukardon. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir das erst recht nicht, richtig? Gehen wir. Ich bin froh, euch an... Oh, wir kriegen ein Kompliment von Gladio. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind, Gladio, für dich. Immer. Das, was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist da vielleicht doch was Wahres dran? Hat er gesagt, dass man immer Freude an Pokémon-Kämpfen haben sollte? Oder hat er irgendwas mit Freundschaft gesagt? Pia, bitte, bitte sei nicht böse. Gladio, ja, du bist es wirklich. Immerhin ist sie höflich, aber das war Fabian auch. Was? Hä? Ihr kennt euch? Wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen. Hen, Tali, lass mich eure Pokémon wieder fit machen. Alles klar, Pia ist nett, ich wusste es. Eine gute Waifu, die uns nie vernachlässigen wird. Du, kannst du mir sagen, wo Lily steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Hm, danke, das war's dann auch. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin, das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht, aber das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr, die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Wir sprengen sie auf.
Alles klar. Ich will nochmal. Hier waren wir schon. Pia, vielen Dank. Bitte pass gut auf Gladio auf. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, verliert er die Konsequenz oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon geschnappt hat und einfach verschwunden ist. Er und sie sind sich sehr ähnlich. Redet sie von Samantha oder von Lily? Würde beides passen. Da bist du, Fabian, du Schuft. Ich habe keine Ahnung, wie deine Brille auf deiner Nase hält, aber vielleicht sind das auch einfach die Geheimnisse von der Aether Foundation. Die wahren Geheimnisse, nicht die Ultrabesten. Nein, wir entwickeln Brillen, die einfach auf der Nase halten, ohne dass man irgendwelche Bügel noch dazu tut. Na, jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr wärt brav im Untergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich genug Zeit habe, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Sag mal, Herr Fabian, hast du einen Schlüssel für die Tür? Was soll die Frage? Natürlich habe ich den Schlüssel. Ah, dann hättest du dich doch nur vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Burp, burp. Jetzt fehlt nur so ein großer Schweißtropfen an der Seite. Was? Ja, Tali, denkt mit. Genug der Worte. Ihr da, haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir hin. Oh, ist das unser Date? Oh. Ich habe keine Blumen mitgebracht. Das erste Date mit Gladio, ich freue mich. Ich hätte dich nicht enttäuschen, Senpai. Gegen die Zwillinge kommen wir an. Ein Magma und ein Electek. Ah, Electek könnte ein bisschen nervig sein. Ich glaube, wir werden schon einen Angriff tanken. Hoffe ich. Ich greife einfach an. Ich greife an und zwar greife ich Magma an. Weil Electek wird resistieren und ich hoffe einfach, dass Electek vielleicht mich physisch angreift. Elektroball, ah, schade. Aber vielleicht nicht auf mich. Ja, doch auf mich. Aber wir tanken es. Und Magma wird jetzt leiden. Oh Mann, so viel dazu. Nein, dieser Fokus. So knapp, danke Admiral. Ja, tight. Sehr tight. Ich weiß halt, ne, ich werde langsamer sein als Electek, sonst wäre ich vielleicht auf den Ruhrort gegangen. Aber an dieser Stelle wechsle ich doch lieber raus. Die Gegner haben kein Pokémon mehr, perfekt. Das heißt, in was wechseln wir denn rein? Ach komm, Regional, damit es auch ein paar Experience Points abbekommt. Auch wenn es jetzt natürlich nicht das stärkste Pokémon im Petto ist. Aber das sollte okay sein. Okay. Ich weiß leider nicht, was Ladungsstoß genau ist, aber scheinbar trifft es alle Pokémon. Hat es irgendwie einen Zusatzeffekt bekommen? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch wirklich gar nicht auf dem Schirm, was das für ein Angriff war. Was ist das Beste? Ich glaube, ich gehe auf Slam und hoffe einfach, dass ich treffe. Oh, Lichtschild. Aber das ist okay. Wir greifen nicht speziell an. Also bisher nicht. Mal gucken, was Gladio gleich rausholen wird, wenn Golbat untergegangen ist. Oh, das ist schöner Schaden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, will ich es riskieren, auf den Tiefschlag zu gehen? Nein! Oh, okay, pass auf. Perfekt. Ich konnte es nochmal abbrechen. Perfekt. Ja, nice. Das hat doch gut funktioniert. Niemand muss hier untergehen. Gladius Pokémon werde ich beschützen. Mist, muss ich jetzt wieder nur redliche Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgeben? Diese Niederlage wirft einen dunklen Schatten auf meine Laune. Es tut mir leid. So, jetzt seid ihr dran. Nein, 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 doch, doch, doch. Oh, unmöglich. Wie kann das sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, Tali, ihr beide kümmert euch um Fabian. Nein, 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 nein. Ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte uneinnehmbare Bastion hier im Aetherparadies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Male. In einem Multikampf. Bist du bereit, Hen? Wenn wir Lily und Cosmog retten wollen, müssen wir zusammen mit unserem Pokémon alles geben.
Ich bin bereit. Ich hoffe es. Mal gucken, ob Fabian diesmal andere Pokémon mitbringt als beim letzten Mal. Aber ich mag seinen Sprite. Ich mag, der macht hier dieses when the Pokémon is just fine Pose. Obwohl, oder spielt er an seinen Bart? Beides wäre okay. Ledian und Lamus. Ah, Lamus könnte. Oh, Fabian hat drei Pokémon mit. Ich sehe es gerade erst. Oh krass, unsere Pokémon wurden komplett geheilt. Das ist natürlich super nice. Ansonsten, ich habe schon darüber nachgedacht, wo die beste Gelegenheit ist, mein Admiral wieder fit zu bekommen. Aber ich gehe einfach mal auf die Schnabelkanone und hoffe, dass Raichu das Lamus handeln kann, während ich Ledian besiege. Das Gute ist, ich glaube, wenn ich Ledian besiegt habe, kann der Gegner nur noch ein Pokémon auf dem Feld haben. Also, weil nur Fabian mehrere Pokémon besitzt und der andere Trainer mehr oder weniger besiegt ist. Ah, er macht Setup. Clever! Aber trotzdem sollte hier... nervig. Ich glaube trotzdem, dass Schnabelkanone hier ein One-Hit sein sollte gegen das Ledian. Und so ist es. Sehr gut. Ah, wie machen wir weiter? Rauswechseln oder... Ja, komm, wir wechseln raus. Und zwar in Reginald. Für den Fall, dass nochmal Gena kommt. Wenn Reginald schläft bereits, nochmal einschlafen geht nicht. Und wie gesagt, Erfahrungspunkte sehr, sehr erwünscht auf diesen Pokémon. Aber Lamus ist so oder so besiegt. Insofern, ja, schön. Tali. Tali ist sehr wertvoll für diesen Kampf. Danke. When the Tali is just right. Und ein Hypno. Ich liebe das Geräusch, das Hypno macht, muss ich sagen. Ah, will ich auf Tiefschlag gehen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht auf den Status-Move gehen könnte, aber ich probiere es einfach mal. Es klappt. Perfekt. Aber es macht null Schaden. Null. Was ist da passiert? Okay, der Gegner ist auch bei Level 40, aber das hat mich jetzt wirklich enttäuscht. Koalelo, ich glaube, ich sehe keine große Hoffnung für dich in diesem Team. Ich glaube, die Kehrtwende. Okay, nicht auf mich. Perfekt. Es tut mir jetzt zwar für Tali leid, weil sein Raichu ist hier wirklich sehr, sehr stark eigentlich, aber trotzdem, das letzte Pokémon sollten wir noch alleine gehandelt bekommen. Was tun wir denn jetzt rein? Was wäre denn wertvoll? Wie können wir denn predikten, was der Gegner jetzt hier als nächstes reinbringt? Wer braucht denn Experience Points? Komm, Reaper. Tu es für uns. Ah, ich hätte wahrscheinlich unser Dr. Who reinholen sollen, weil dann haben wir eine höhere Sicherheit, dass wir mit dem Z-Angriff hier direkt ein One-Hit landen können. Und es ist ein Wasser-Pokémon natürlich. Also noch mehr Argumente für Silvaro. Ich gehe einfach nochmal rankommen. Passt schon. Ich glaube sogar, dass wir einen Angriff tanken sollten. Knirscher! Er ist auch ein Knirrfisch. Deswegen Oh. Richtig viel Schaden gewesen. Hat Knirrfisch nicht noch irgendwie eine Fähigkeit, die die Offensive in irgendeiner Form boostet? Okay, es war ein Crit. Das hätte ich nämlich auch nicht erwartet, dass wir so viel Schaden machen gegen einen Level 39 Pokémon. Primarine! Ich habe keine Lust, dass wir unser Knogger verlieren, deswegen wechsle ich einfach mal raus in... Ich glaube im Bommel. Für den Fall, dass jetzt nochmal eine Unsicherheit kommt, nochmal ein Knirscher. Aber ich glaube tatsächlich, dass Knirrfisch den, wie heißt Strong Jaw auf Deutsch? Ich glaube Titankiefer oder sowas hat. Und deswegen macht das alles so viel Schaden. Krass, Tali macht einen Z-Angriff. Das wusste ich nicht, dass geht. Dass quasi NPC-Trainer, die neben einstehen, auch Z-Angriffe einsetzen. Das heißt, wir können theoretisch zwei Z-Angriffe in einem Kampf einsetzen, weil es zwei verschiedene Trainer sind. Was ziemlich cool ist. Und ja, Tali hat sich gemausert. Ganz am Anfang so ein bisschen, oh ja, kann man fast schon ignorieren, aber mittlerweile ein richtig adretter Mann. Zwar nicht so adrett wie unser Senpai Gladio, aber trotzdem, vielleicht eine für ein kleines Date. Um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen, das ist lustig. Tschüssikowski.
Wir möchten Tali retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Oh, klar, du bist wütend. Tali ist nicht wütend. Und ich bin neutral, wie immer. Ich bin die Schweiz. Haben wir den Schlüssel bekommen? Tali ist so eine frohe Natur. Unglaublich. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Aber deswegen ist, glaube ich, die Kombination aus uns dreien so wunderschön, weil Gladio ist einfach super zynisch und richtig hart im Leben und Tali ist einfach unfassbar happy und immer positiv denken. Also eigentlich eine wunderschöne Kombination. Ach, wie ich Kinder verabscheue. Tja, tja, mit der Einstellung hätte es auch nichts werden können. Was mit unseren Pokémon sind die? Die sind wieder fit. Hier ist eine heilende Aura um uns herum. Wir werden einfach immer geheilt, egal was passiert. Jetzt bin ich... Oh. Wurde hier schon gekämpft? Wie bei Team Skull, Leute. Und Bromley als Endboss. Ich kann noch nicht wirklich gut einschätzen, was das für eine Pose von Gladio sein soll, wo er sein Auge verdeckt. Vielleicht hat er irgendwie ein Cyberauge. Deswegen hat er auch die Haare auf einer Seite, weil sonst würde man es sehen. Und wenn er es irgendwie drückt, vielleicht tut es weh oder er probiert irgendwelche Kräfte zu kanalisieren durch sein Auge. Wer weiß, vielleicht werden wir es demnächst rausfinden. Mann, wie viele von denen sind das denn hier? Aber Team Sky etwa für die Aether Foundation? Wow, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, der Schock muss warten. Los hin, zeigen wir es denen. Sind die hier besiegt oder machen die einfach ein kleines Nickerchen? Da könnte ich mal mit denen reden, sie sind tot. Nein! Ich will aber noch gucken, was es hier gibt, weil wenn ich ein Game-Designer wäre oder Level-Designer, würde ich hier irgendwelche Items verstecken. Oder eine Seigerzelle. Geht auch. So, nochmal kurz auf die andere Seite. Können wir... Okay, wir können leider keinen Taurus rufen. Wäre auch ein bisschen brutal. Sonst können wir einfach alle niederringen. Wieso überhaupt Trainerkämpfe austragen, wenn man einfach an denen vorbeifahren kann? Mit dem Taurus. Und wenn sie sich an ihren Weg stellen, dann werden die platt getrampelt. Okay, hier ist auch ein Item. Perfekt. Gehen wir hier durch die Türen? Oh, Solarzellen. Das finde ich löblich. Ich finde, das ist eine richtig gute Erfindung der Neuzeit. Also ist natürlich nicht ganz so neu, aber mittlerweile sehe ich super viele Häuser, die Solarzellen haben. Und wenn ich mir demnächst ein Haus kaufen sollte, was realistisch ist, also ich denke drüber nach, dass wir vielleicht aus einer Mietwohnung rausziehen und vielleicht ein kleines Eigenheim ranholen, dann auf jeden Fall auch etwas, was so eine, sag ich mal, sich selbst versorgende Energiequelle hat. Was willst du von mir? Hau ab, husch, husch! Man darf nicht einfach etwas tun, was anderen traurig macht. Gute Einstellung. Wollen wir ein anderes Pokémon nach vorne tun? Wie gesagt, Reginald, es tut mir leid, aber ich glaube, du bist sowieso demnächst aus dem Team raus. Deswegen tun wir mal unser Silvaro nach vorne. Ich mache kleiner als aus dir, dann muss sich der Boss nicht mit dir rumschlagen. Als ob. Wir haben irgendwie in den letzten Parts so ein bisschen Team Skull Overkill bekommen. Super auf das Team, super viele Kämpfe mit den Rüpeln und gegen Bromley. Und gegen Fran tatsächlich auch. Wobei ich momentan noch die Hoffnung habe, dass Fran irgendwie netter ist, als sie momentan wirkt. Sehr, sehr viele Plot-Twists in diesem Spiel. Leider ist das Matchup nicht ganz so gut, aber ich hoffe, dass ein Schattenfallregen vielleicht das Golbat rausnimmt. Und wenn nicht, oh krass, er ist schneller als wir. Aber immerhin trifft es nur neutral. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Ich finde es gut, dass ich immer noch im Hintergrund so stehe mit der Endsequenz der Distanzes. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich auf einem alten 3DS-System spiele, dass hier so immer so eine kleine Ladezeit gibt. Also gefühlt geht es langsamer voran, als es sollte. Was die ganze Szene noch ein bisschen alberner macht. Hat er nur ein Pokémon mit? Ich bin unsicher. Endlich lernen wir mal einen Angriff. Ja, gerne. Ja, die Frage ist, was? Wird Stahlflüge... Ich glaube, ich verliere Stahlflüge tatsächlich. Aber ich könnte Ruhrort auch verlieren, weil... Es passiert so selten, dass ich mich wirklich hochheile in Kämpfen. Deswegen komm. Je mehr Offensive, desto besser. Nicht, ich habe verloren, meine Pokémon sind die Verlierer. Kapiert, das ist die falsche Einstellung. Man ist immer selber schuld.
Du triffst die Entscheidung. Die Pokémon können nichts dafür. Ich will wirklich wissen, was diese Stimme sagt. Irgendwie Jabberon? Ob das überhaupt irgendwas bedeuten soll oder ob das einfach nur Kauderwelsch ist. Für den Sponsor von Team Skull tun wir alles. Oh, Team Skull sag ich schon. Die Aether Foundation sponsert Team Skull. Interessant. Also, ich glaube, darauf wollte er hinaus. Oder er meint Adidas für die Kleider. Oder eine andere Jogginghosenmarke. Eurer Wahl muss nicht Adidas sein. Ich glaube, ich soll Silvaro nicht nach vorne haben, weil Team Skull immer mit Unlicht-Pokémon hantiert oder mit Golbats. Und ich glaube, das ist alles nicht ganz so cool. Ja, komm, wechseln wir raus. Ah, die Frage ist, was? Ja, komm, Bommel, mach es. Und jetzt kommt sie wieder, die Juwelenkraft. Aber glaube ich nicht. Diesmal glaube ich es wirklich nicht. Knirscher, sehr gut. Macht aber trotzdem ziemlich guten Schaden. Wobei Alola Radikal auch diese Fähigkeit hat, die physische Moves ein bisschen boostet. Also ein bisschen ist gut reden, aber dafür auch die Genauigkeit runtersenkt. Hustle heißt es auf Englisch, auf Deutsch weiß ich leider nicht. Habe ich im normalen kompetitiven Bereich selten eingesetzt. Ich weiß, dass Vermicula das gerne nutzt, aber Vermicula habe ich, glaube ich, nie wirklich selber in Kämpfen oder beziehungsweise in meinen Teams etabliert. Insofern, ja, da leider den deutschen Namen nicht auf dem Schirm. Aber ihr müsst auch nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich schon zu spät, weil jedes Mal, wenn ich sage, bitte schreibt es nicht in die Kommentare, wie irgendwas heißt, weil ich das nach dem Part raussuche. Die meisten haben es sowieso geschrieben. Deswegen gehe ich einfach davon aus, in dem Moment, wo ich etwas nicht weiß, das ist sofort schreibt es jemals auf. Ohne die Knete werden wir total aufgeschmissen. So, einmal kurz den Lead wechseln, weil, wie gesagt, mit Silvaro habe ich da, glaube ich, nicht so die besten Chancen. Was tun wir denn nach vorne? Ja, wieder. Ja, komm. Tun wir wieder Cell nach vorne. Bommel hat schon genug gemacht. Aber auf jeden Fall Memo an mich selbst für den nächsten Part definitiv das Team so ein bisschen umswitchen. Du hast da ganz schön was drauf. Mach schon, geh weiter. Auf Kämpfe, die ich eh verliere, lasse ich mich gar nicht erst ein. Alter, der ist einfach der Cleverste. Der muss einfach jetzt schon der befördert werden. Das finde ich echt nett. Ah, ich bin kein bisschen stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Bromley ist halt ein starker Typ. Lass mich das machen. Senpai, ich werde dich beschützen. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein allerschlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Den Grünschnabel, da habe ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist von zu Hause aus weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Meint er jetzt weggelaufen von Team Skull oder weggelaufen von der Aether Foundation? Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen. Sich gegen die eigene Familie aufzulehnen, ist einfach uncool. Ob Bromley ist der Vater? Glaube ich nicht. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge. Wie eine Klette, die man nicht abschütten kann. Aber heute verpasse ich dir einen Dämpfer. Mal schauen. Bromley, ich mag dich zwar, aber meinen Senpai zu beleidigen, das kann ich nicht tolerieren. Mit 4 Pokémon diesmal. Also man sieht schon, der Kerl lernt dazu. Und vor allen Dingen Tektas ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil es physisch sehr gut reinhaut. Aber ich glaube, bleibe ich drin? Ich glaube schon. Ich hoffe, dass ich an Angriff denke. Nein, tue ich nicht. Okay, es war ein Crit. Nein, Bromley! Hör auf zu hexen. Wasser und Käfer, oder? Hier, mein Ass im Ärmel, Admiral! Ein Admiral im Ärmel. Löst alle Probleme. Die Frage ist, bin ich schneller als Tektas? Ich glaube schon. Und deswegen gehe ich auf Furienschlag, um die Fähigkeit zu triggern. Bitte treffe mit Furienschlag. Nein! Schwertanz, oh, es wird gefährlich. Das wird gefährlich. Ich hätte einfach auf Schnabelkanon gehen sollen. Aber immerhin weiß ich, dass ich schneller sein werde. Ich hoffe, es wird ein Tool sein. Komm, bitte treffe. Okay, sehr gut. Ah, es macht zu wenig Schaden. Das würde ihn nicht unter 50% bringen.
Ah, das war leider nicht ganz so cool gemacht, gerade von mir. Bitte tank es. Ich glaube, das werde ich nicht tanken, oder? Oh Mann, meinen größten Trumpf weggeworfen, aber okay. Habe ich bessere Optionen? Ich glaube nicht. Will ich jetzt schon mal auf den Z-Angriff gehen? Ich probiere es mal mit Bommel. Und gehe auf den Diebeskuss. Wobei Diebeskuss, ich weiß nicht, Psychokinese. Mein Diebeskuss wird dann zu 75 und Psychokinese ist 90. Also Psychokinese auf jeden Fall stärker. Machen wir es mal. Wir müssen es ja nur auf 50% bringen. Unter 50%. Das sollte klappen. Ganz knapp. Oh, mein Gott. Tektas, so bulky. Vielleicht mit der Offensivweste? Und ein Maskeregen. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob Maskeregen uns gefährlich werden könnte. Ich glaube nicht. Psychokinisieren wir es mal. Mal schauen, wie gut es das wegsteckt. Ah, besser als erwartet. Viel besser als erwartet. Luftschwind, okay. Ich wusste, irgendwas Gefährliches wird passieren. Es ist ein One-Hit. Wie stark sind die Gegner hier? Unfassbar. Ja. Jetzt hätte ich dann vielleicht doch gerne den Ruart auf unseren Silvaro. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird hier gefährlich. Bitte treffe. Danke. Ah, super viel Schaden. Okay, wir treffen immerhin. Und ich glaube, dann sollten wir auch schneller sein als der Gegner, wenn er überlebt hätte, was er aber zum Glück nicht getan hat. Aber der Gegner hat noch drei Pokémon. Eins ist zwar schon hart angekratzt, Tektas. Es wird sicher nochmal auf diese Prioritäts-Käfer-Attacke gehen, wobei wir resistieren ziemlich hart. Insofern wird eine Kopfnuss reichen. Ich gehe auf Felsgrab. Okay. Er ist schneller als wir. Das hätte ich nicht gedacht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Ich probiere es mal mit Reginald. Und heb mir Silvaro quasi fürs Finale auf. Akrobatik sollte hier nämlich guten Schaden machen. Wir sind was? Wir sind schneller? Wie kann der Koala schneller sein? Er ist ein schlafender Koala. Der sollte langsamer sein als alles. Ein Pinsir. Okay. Level 40. Aber okay. Koalelo, das ist dein Moment. Zu strahlen. Zu beweisen, dass du doch was drauf hast. Akrobatik, go. Ah. Bitte tank es. Nein! Koalelo! Was soll denn das? Wie sagt er überhaupt Durchbruch? Was soll das denn? Ah. Bevor es eskaliert, ich gehe hier auf die Z-Kraft. Weil ich glaube, Pinsir ist tatsächlich ein bisschen gefährlicher. Immerhin hat er keinen Hochmut. Schattenfallregen, go. Ah, er ist schneller als wir. Aber wir leben ganz knapp. Wir müssen einfach hoffen. Wir müssen beten, dass wir gleich im nächsten Zug... Nein, das werden wir verlieren. Oh Mann! Bromley! Kein Wunder, dass Gladio hier verloren hat. Aber wir hatten auch ein bisschen Pech am Anfang mit dem Crit. Und mit allem anderen auch. Ein bisschen. Vielleicht. Ich hätte einfach direkt mit Admiral auf den... Das wird nicht reichen, ne? Ah, dann wird auch hier der Tiefschlag nicht reichen, auf keinen Fall. Aber ich muss probieren, vielleicht critten wir ja. Ne, leider kein Crit. Oh Mann! Krass, das ist unser erster Loss im ganzen Abenteuer. Ich glaube, in meiner gesamten Playthrough-Karriere in Pokémon. Krass, 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 krass. Wo enden wir dann? Ernsthaft? Hier? Oh Mann. Ich frage mich, wo wir dann... Also, wie wir da nochmal hinkommen und was wir machen müssen. Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Szene irgendwie nochmal durchspielen. Mit Fabian und so, das kann ich mir nicht vorstellen.
Hi Gladio, was geht? Ja. Mal gucken, ich bin gespannt. Stille. Bedrückende Stille. Ich schäme mich auch ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, wir können direkt den Fahrstuhl nutzen. Oh Mann, das war ein harter Kampf. Also, demnächst einfach alles geben. Nein, was? Ich glaube, ich fahre nicht richtig, aber wir werden sehen. Na, oh doch, wir sind richtig. Und die Tür ist offen. Das heißt, wir haben gar nicht so viel verloren. Nur die große Schmach, dass wir gegen Bromley verloren haben. Gegen den großen, bösen Bromley. Ah, okay. Diesmal sind wir cleverer. Komm, will ich alles geben? Wir machen es direkt richtig. Machen das hier. Und dann einfach Schnabelkanone. Ich glaube, die hätte ich Schnabelkanone von Anfang an gedrückt, dann wäre alles gut gelaufen. Aber ich war zu hochnäsig. Ich wollte taktisch gut spielen, aber dann hat das nicht geklappt. Es tut mir leid. Déjà-vu. Ja, ich weiß schon. Du bist wirklich der größte Bromley. Da muss man sich nicht allzu sehr schämen. Wäre lustig, wenn jetzt wieder ein komplett anderes Team hätte. So dass man sich nicht drauf einstellen kann. Aber ich glaube, so weit haben die Entwickler nicht gedacht. Vor allen Dingen, wir haben sein letztes Pokémon noch gar nicht gesehen, glaube ich. So, Schnabelkanone, nicht dieselben Fehler begehen wie vorher. Vor allen Dingen, selbst wenn er was anderes machen würde als das letzte Mal, dann, ne? Verbrennung. Verbrennung hilft hier auch. Er überlebt das. Krass. Das hätte ich auch auf keinen Fall erwartet. Das ist Tektas Super Bulky. Hat es Sinn, Admiral aufzusparen? Ich will es mal probieren. Was wird nochmal kommen? Luftschnitt? Haben wir irgendwas anderes gesehen? Ich glaube nicht. War Luftschnitt ein Two-Hit auf Reginald? Ah, komm. Wir hoffen einfach auf das Beste und gehen hier nochmal. Wir gehen auf den Ruheort. Käfergebrumm? Das könnten wir tanken. Oder auch nicht. Das wundert mich auch. Gehen wir diesmal nochmal auf Reginald. Und spammen die Akrobatik. Okay, getankt. Sehr gut. Und keine Sub-Effekte diesmal. Der Tiefschlag wird nicht reichen, aber ich muss es, glaube ich, machen. Probieren wir es einfach mal. Es reicht! Perfekt, perfekt. Gefühlt war das in einer Range, wo es hätte weniger Schaden machen müssen. Ich weiß nicht, ob es genauso war wie im letzten Kampf, aber es sah danach aus, ob es nicht ausreichen sollte. Weil Akrobatik super stark ohne Item und sehr effektiv. Und Tiefschlag. Ja. Ich gehe nochmal auf den Tiefschlag. Auch wenn Coalelo dann auf jeden Fall untergeht, aber hier ein bisschen extra Schaden drauf zu bekommen, ist, glaube ich, wertvoll. So, aber diesmal machen wir alles richtig. Wir gehen hier auf Seigard. Hoffen, dass wir mit der Gesteinsattacke treffen. Und dann sollte eigentlich alles safe sein, weil Tektas ist virtuell schon besiegt, weil es ist halt verbrannt und ich glaube, ein Verbrennungstick sollte es rausnehmen. Deswegen nicht die allergrößte Gefahr. Aber wir kennen ja noch nicht das letzte Pokémon von Bromley. Sollten wir eigentlich tanken? Tun wir nicht. So viel dazu. Also hier definitiv ein sehr, sehr starker Trainer. Merken, wenn wir demnächst wieder eine Nuzlocke machen. Auf jeden Fall ein bisschen mehr trainieren als momentan. Und viel besser vorbereiten. Alter, der tankt das. Immerhin hat er scheinbar nichts, was er hier gut gegen das Bommel ausrichten kann. Aber ich hätte nie gedacht, dass er hier die Psychokinese wegsteckt.
Okay, Tektas haben wir schon gesehen, alles gut. Könnte unter Umständen jetzt auf diese Prioritätsattacke gehen, diese Prioritätskäferattacke. Will ich wechseln? Komm, machen wir einfach mal. Wobei, nee, Tektas war schneller als mein Reaper. Aber probieren es einfach. Okay, er geht nicht drauf. Jetzt bin ich gespannt. Hat er noch einen Trumpf im Ärmel? Ach ja, das ist okay. Natürlich nicht ganz so gut für das Bommel, aber es gibt Schlimmeres. Wir können hier mit der Psychogenese immerhin guten Schaden machen. Oh, Schattenstoß. Hm, interessant. Ich wusste gar nicht, dass Ariad Schattenstoß lernt. Das ist interessant. Ist das neu? Aber es ist sehr, sehr gut, weil entweder geht er jetzt nochmal auf den Schattenstoß, dann überleben wir, oder er geht auf eine sehr effektive Attacke, Giftattacke höchstwahrscheinlich, und dann wird er langsamer sein. Und somit haben wir Bromley besiegt beim zweiten Versuch erst, aber vergesst es. Immerhin schneide ich es nicht raus. Was stimmt nicht mit mir? Was? Was stimmt mit dir nicht? Warum kann ich dich nicht platt machen? Ich weiß es auch nicht. Hast du ja doch. Es ist... Ich muss sagen, ich fühle mich tatsächlich ein ganz kleines bisschen schlecht. Im normalen Abenteuer unterzugehen, das passiert nicht oft. Bromley, was treibst du denn da? Ha, ich habe wohl keine Wahl. Na los, geh schon. Ja, sehr cool. Ich bin auch jetzt wirklich gespannt, was sich hinter der Tür verstecken wird. Ob wir gleich gegen Ultrabestien ankommen müssen oder ob Samantha irgendwie einen Todesroboter hat oder keine Ahnung. Aber hier gibt es keine Items. Aber ich glaube, das Mysterium der Tür sparen wir uns auch für den nächsten Part. Denn das hier war schon sehr nervenaufreibend, muss ich sagen. Und wir sind schon fast bei einer Stunde. Also nicht ganz, aber ne, bevor das hier eskaliert und gleich extrem viel Story passiert, lieber mit frischen Kräften den Part anfangen. Deswegen bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.